Ja, liebe Schwestern und Brüder, hier bin ich wieder mit einem Ostergruß diesmal, nicht mit einem Weihnachtsgruß. Wiederum wende ich mich an Sie alle kurz vor diesem großen Fest der Auferstehung. Zuletzt habe ich das in dieser Form unmittelbar vor Weihnachten getan. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie war es mir Ende letzten Jahres wichtig, Ihnen zu danken und Sie einzuladen, trotz allem mit Zuversicht ins neue Jahr zu gehen. Vielleicht werden manche von Ihnen jetzt sagen, von wegen Zuversicht, und ich verstehe Sie. Ich wäre auch froh, diese Zeit wäre bald zu Ende. Und offen gesagt, ich habe mir nicht vorgestellt, dass wir immer noch in dieser Situation stecken, obwohl der Frühling angebrochen ist und wir auf Ostern zugehen. Es fehlt an Impfdosen. Das Virus breitet sich noch immer weiter aus. Auf die Lockerungen wird womöglich bald der nächste Lockdown folgen. Vor allem denke ich auch an die wirtschaftlichen Folgen, die Tag für Tag viel ebenso verheerender werden wie die psychischen Auswirkungen. Die Bildungsungerechtigkeit wächst. Insbesondere Menschen, die in sozial prekären Situationen leben, sind in großer Not. Und die Einsamkeit ist für viele nicht mehr auszuhalten. Von Sterbenden und Verstorbenen können sich viele nicht so verabschieden, wie sie es sich wünschen und eigentlich brauchen. Familien kommen beim Spagat zwischen Kinderbetreuung, Homeschooling und Beruf an ihre Grenzen. Und vor allem sterben nach wie vor Tag für Tag auch in unserem Land hunderte Menschen an und mit Corona. Es scheint gerade so, als ob wir das Virus mit seinen gefährlichen Mutationen nicht wirklich gut im Griff haben. Ja, vielleicht ist es sogar so. Um es in einem Bild zu sagen, das Glas erscheint vielen von uns nach mehr als einem Jahr sicher eher halb leer als halb voll. Und ich verstehe das sehr gut, denn zum Teil sind diese Erfahrungen auch die meinen. Auch ich spüre die Isolation, nicht raus zu können in die Gemeinden. Gestern durfte ich mal wieder eine Firmung halten. Das hat mir richtig gut getan, unter Leuten zu sein. Denn ich vermisse die direkte Begegnung mit Menschen. Ich erlebe in meinem Umfeld und durch Gespräche den Druck und die Sorgen mit. Ich möchte die Sorgen, Nöte, Ängste, persönlichen Schicksale weder kleinreden noch übersehen. Nicht nur die Politik, sondern wir alle sind als Gesellschaft weiter herausgefordert, mit allen Möglichkeiten gegenzusteuern. Aber heute und wann, wenn nicht vor Ostern, möchte ich Ihren Blick darauf lenken, dass das Glas im Kampf gegen Corona zumindest in unserem Land vielleicht doch eher halb voll als halb leer ist. Ich nenne einfach ein paar Punkte. In kürzester Zeit und viel schneller, als wir noch vor einem Jahr es für möglich gehalten hätten, wurden Impfstoffe entwickelt, die wir einsetzen können. Auch darüber gibt es Streit, das ist allenthalben bekannt, aber es ist für mich schon ein Geschenk. Viele Menschen, für die das Virus die größte Gefahr darstellt, wurden bereits geimpft. Auch da gibt es Staus, Unklarheiten, dennoch. Wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem, das für viele Erkrankte lebensrettend war und ist. Und es gibt staatlicherseits für viele Menschen wirtschaftliche Hilfen, wenn es auch da zu Recht oder zu Unrecht, das vermag ich nicht zu sagen, Klagen gibt. Es gibt ebenso Unterstützung für Menschen, die jenseits von wirtschaftlichen Fragen am stärksten unter der Pandemie leiden. Im Laufe des Jahres, so ist ja unsere berechtigte Hoffnung, werden wir so viele Menschen geimpft haben, dass die Zeit der größten Einschränkungen vorbei sein wird. Vor allem aber denke ich daran, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und auch Vernunft
sind in unserer Gesellschaft nach wie vor deutlich stärker ausgeprägt als Egoismus, Verantwortungslosigkeit und Verschwörungstheorien. In unserer Kirche engagieren sich zahlreiche Menschen mit hohem Einsatz und viel Kreativität, haupt- und ehrenamtlich im Dienst für andere. Das alles, was ich jetzt genannt habe, trägt dazu bei, dass das Glas, ich sage es einmal so, unabhängig von der Wahrnehmung des Einzelnen, der das vielleicht zu Recht anders sehen mag, tatsächlich insgesamt vielleicht doch eher halb voll als halb leer ist. Dass das so ist, verdanken wir nach wie vor dem Einsatz von ganz vielen von Ihnen. Und jeder und jedem Einzelnen möchte ich noch einmal meine Hochachtung und meinen Dank sagen. Ich danke allen, die sich um kranke, alte und einsame Menschen kümmern oder Sterbenden die Hand halten. Ich danke den Erzieherinnen und Erziehern, den Lehrerinnen und Lehrern, die sich auch durch Corona nicht davon abhalten lassen, Kinder und Jugendliche die Nähe erfahren zu lassen, die sie dringend brauchen. Ich danke den Familien und gerade den alleinerziehenden Müttern und Vätern für die Liebe und Fürsorge, mit der sie sich um ihre Kinder und pflegebedürftige Angehörige kümmern. Ich danke den vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die sich dafür einsetzen, dass niemand auf der Straße landet oder die ihre Mitarbeitenden, wo immer das möglich ist, zu Hause arbeiten lassen. Ich danke auch der Wissenschaft, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie uns durch diese Pandemie begleiten. Den politisch Verantwortlichen bei aller Umstrittenheit einzelner Entscheidungen möchte ich danken, weil ich spüre, sie treffen diese Entscheidungen weithin mit Vernunft und Augenmaß. Und das sind schwierige Entscheidungen. Ich danke all denen, die sich besonders für weltweite Gerechtigkeit stark machen, sich gegen Nationalismen beim Impfen einsetzen und die Ärmsten der Armen nicht aus dem Blick verlieren und bitte sehr herzlich darum, dass das beibehalten wird, dass wir nicht bloß einen Impfnationalismus haben. Und gerade als Bischof danke ich den vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Seelsorge, aber auch an vielen anderen Orten, an denen sie für andere Menschen da sind. Wie immer habe ich jetzt sicher viele vergessen, denen ich auch einen ausdrücklichen Dank hätte sagen müssen. Von daher danke ich allen, die in der Krise nicht mutlos geworden sind und sich weiter solidarisch und rücksichtsvoll verhalten. Ich sage dieses Wort unmittelbar vor Ostern. Die Kar- und Ostertage enden nicht mit der Kreuzigung am Karfreitag, sondern mit der Auferstehung an Ostern. Und sie enden dort auch nicht wirklich, sondern eröffnen eine Perspektive für die Ewigkeit. Ostern ist die Botschaft vom Leben, das den Tod überwindet. Wenn es möglich war, dass Christus den Tod besiegt hat, dann wird es auch uns möglich sein, dieses Virus zu besiegen, Leben über dieses Virus hinaus zu ermöglichen. Ich glaube schon, dass wir sagen dürfen, wir werden das schaffen. Liebe Schwestern und Brüder, die dieses Wort hören und für die ich es gesprochen habe, Sie kennen vielleicht die Textzeile aus dem irischen Segenslied »Möge die Straße uns zusammenführen«, wo es heißt »Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand«. Genau das wünsche ich Ihnen und uns allen, dass Gott uns fest in seiner Hand halte, bis wir hoffentlich bald alle wieder die Menschen wiedersehen und umarmen können, die wir so sehr vermissen. Und in dieser Hoffnung grüße ich Sie herzlich. Wünsche Ihnen gerade in diesem Jahr frohe und gesegnete Ostern. Ihr Bischof Felix.